der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Und damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher 3. Ich habe jetzt beschlossen, ich nehme viele Folgen auf, weil ich befürchte, dass Witcher 3 ein sehr, sehr langes Projekt werden könnte. Wenn ich es ausgiebig spiele. Hier, Pause. Ich gucke jetzt mal nebenher am Telefon auf YouTube. Hier. Let's play The Witcher. Wow, Witcher 2 wird mir vorgeschlagen, aber Witcher 3 nicht. Witcher 3. So, Gronkh hat hier Videos mit einer Länge von 30 bis 40 Minuten. In der Playlist hat er 190 Videos. Sind da die DLCs mit drin? Ist die Frage. Weil das hier sieht alles aus. Ja, Blood and Wine Preview. Genau, und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich hier GameTube, die haben 412 Videos mit einer 25-minütigen Länge. Also, wenn ich da bei einer Release-Menge von, sagen wir mal, 3-4 Folgen pro Woche. Wo haben wir meinen Taschenrechner? Hier. Ich gehe einfach mal so von, sagen wir mal, 300 Folgen aus. Bei 4 Folgen pro Woche und 51 Wochen im Jahr haben wir 204 Folgen. 204. Doch, 204 Folgen, die wir im Jahr rausbringen. Das heißt, so knapp 2 Jahre dürfte dann das Gameplay gehen. Und das ist mir doch ein bisschen zu lang. Nee, ich möchte das Spiel wirklich umfänglich erleben. Ich möchte viel machen, viel erleben, viel tun und alles. Machen und tun, genau. Mit viel Kraft und Power will ich es machen und tun. Und deswegen denke ich, ist ein Intervall von einer Folge pro Tag ganz gut, aber dafür brauche ich dann entsprechend viele Folgen. Na, Suche beendet? Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? 3-mal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Erbelüs? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden.
Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Ja, gut. Das sind Dinge, bei denen Geralt sicherlich mitmachen kann. Der Weidler, der Weidler. Weiß nicht, der Name klingt so echt bescheuert. Also, ach ja, stimmt, ich muss ja nicht drücken, um durch Türen zu laufen. Ich muss einfach nur face first reinrennen. Hätte ich doch gerade einen Pflänzler gesehen. Ah, ist das hier nicht hier? Irgendwie muss ich dazu runter, okay. Gut, drauf geschissen. Genau, Baron Schmaron, sag ich nur. Hallo, schwarzes Brett. Salben gegen verschiedene Gebrechen. Ich tausche meine Salben bei Karbunkeln, Furunkeln und Gichtlegenden gegen Pökofleisch oder ähnlich. Vorsicht, die Salben stinken widerlich. Da schwöre ich, dass sie Wunder wirken. Die Gauner, eine Gewinnspielergemeinschaft in Krähenfeld, sucht neue Mitglieder und Gegner. Erfahrung erwünscht, doch Neulinge sind willkommen, denen bringen wir alles bei. Was sie in den Übungspartien an Geld verlieren, kriegen sie allerdings nicht wieder. Weitere Informationen gibt es beim Vorsitzenden Philipp Strenge, bekannt als blutiger Baron. Wer seine Männlichkeit im Ring beweisen will, der komme vorbei und trete gegen die besten Kämpfer weit und breit an. Den Schmied, Stan Fischfresser, Jonas und den Feldwebel. Gute Leute, bei unserem schönen Ehrendorf treibt ein gefährlicher Spuk, eine Bestie oder ein Teufel sein Unwesen und stiftet Verdruss. Dem Tapferen, der es wagt, den Unhold zu erschlagen, ist nicht nur unsere tiefste Dankbarkeit, sondern auch eine ordentliche Belohnung gewiss. Wer mehr erfahren möchte, such uns auf. Frag nach so bei mir, dem Älteren. Wen es interessiert, hiermit sei kundgetan, dass der, der den Kreischling erlegt, das Monster, das er bei Krähenfels eingenistet hat und Menschen Vieh tötet, eine stattliche Belohnung erhält. Achtung, diese grässliche, gefährliche Kreatur erfordert einen ausgebildeten Kämpfer, nicht nur einen Haufen Bauern mit Mistforken. Wer es noch nicht weiß, wir veranstalten hier Pferderennen. Wer mitmachen will, kommt zu mir, ich erkläre alles weitere. Aber damit es gleich klar ist, es gibt eine Teilnahmegebühr. Wer pleite ist, soll sie verpissen. Quest da lang. Okay. Dann mache ich das zuerst. Ich rede von dem Kreischling. Der verwüstet gerade den Bauern die Stelle. Spinnst du? Hey, für eine Quest, ne? Ich habe die Gwyn-Schwierigkeit auf ganz niedrig gestellt. Und wenn es dafür Erfahrungspunkte und vielleicht sogar Geld gibt, nehme ich das halt mit. Ich höre. Schon mal Gwind gespielt? Oh ja, ich gewinne auch noch meistens. Setz dich, wenn du ein Blatt hast. Besiege mich und du kriegst eine meiner einzigartigen Karten. Wie klingt das? Kann losgehen. Ich hätte erstmal vor ihm speichern müssen, aber gut. Ja, Spiel starten. Mann, hab ich einen Bock, Gwyn zu spielen. Okay, was tut er da? Lagerung. Fernkämpfer. Hebt alle Wettereffekte auf. Oh,
Weiß nicht, was die Spione da machen können. Okay, da knallt jetzt eine Menge gute Karten raus. So, weg damit. Ja, dann. Ne? Ja, wird als Niederlage gewertet. So, hier. Nee, falsche Taste. Spiel laden. Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten. Mann, ich krieg schon wieder direkt schlechte Laune, ne? Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich. Oh ja, Rittersporn, jetzt halt dein Maul. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Was machst du da? Warum brennst du das durch? Das wird ein neues Modell. Er stinkt wie eine nilfgaardische Leiche. Das ist nur schön. Ja, ich hätte halt echt direkt vor ihm speichern sollen. Ihr zählt es jetzt übrigens durch, ne? Spielt so lange, gewinnt gegen den Bastard, bis ich gewinne. Überall. So, hier. Schnell speichern. Ich höre. Schon mal Gwind gespielt. Oh ja. Kann lo. Ja. So. Kartensammlung, Karten in meinem Satz. So, kann ich hier irgendwie schwächere Karten rausnehmen, dich zum Beispiel? Dafür nehme ich dann lieber so einen noch mit rein. So, weg mit guten Wetter. Ach, der zählt nicht mit denen zusammen. Okay. Ja gut, dann weg damit. So, warum habe ich so viel weniger Karten als er? Bei ihm werden noch 10 Karten in der Hand angezeigt. Warum habe ich nur 6?
Weißt du, warum darf ich keine Karten mehr ziehen? What? Sie wird auf. Ah, ich verstehe. Deswegen macht er die Scheiße. Gut. Deswegen hat er mehr Karten als ich. Alles klar. Ui. Das kriege ich mit meinen aktuellen Karten nicht mehr raus. Und jetzt muss ich halt rausschmeißen. Ja, klar. Ja, nee, das wird nix. So. Ach ja, Schnellladen gibt's ja nicht. Spielladen! Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Dann nutzen wir die Verzögerung und malen noch ein bisschen weiter unser Nonogramm aus. Machte sich mit Keira auf den Weg. Hier sehe ich doch was, was ich ausmalen kann. Das passt doch gut. So. Also, auf ein neues. Ich höre. Schon, oh ja. So, ich habe diesen unnützen Tölpel hier unten rausgenommen. Den hier. Dann nehme ich dich auch raus. So, zack. Dafür dich rein. Das ist das Horn des Kommandanten. Ah, so. Hat diesen komischen Drachenjäger hier drüben schon drin? Nee. Was kann die? Genügend Einheiten kann. Oh Gott. Ja, dann nehmen wir davon auch welche rein. So, strömender Regen killt meine Belagerungskarten. Dichter Nebel meine Fernkämpfer. Dann nehme ich die Wetterkarten da raus.
mal so. Okay, Finte. Dann nehme ich den zurück. Gibt es einen Trainer, wodurch ich den Gegner in Gwent einfach nichts machen lassen kann? Wer ruft um die Uhrzeit an? Ja, gehe ich nicht ran. Komm, wisst ihr was? Hier, ich gebe das auf. Ich lade gleich nochmal neu. Bei diesen Topfen und. So, hier, nee, da. Es ist so ätzend, dass F9 nicht funktioniert. Ups, Spiel laden. Hier. So, dann gucke ich mal, ob der Trainer auch für Gwent funktioniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.